FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Morgen geht es endlich los. Der FC Bayern eröffnet die neue Bundesliga-Saison im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Für Pep Guardiola ist es nach 7 Wochen beim FC Bayern natürlich ein besonderer Tag. Kommt da heute schon ein bisschen Lampenfieber auf? Nein. Heute bin ich nicht nervös. Heute, jetzt, vor dir. Aber natürlich, morgen, Vormittag, Nachmittag, vor die Spiele. Ich werde ein bisschen nervös und werde mir neugierig, so was kann passiert, was passiert kann. So das ist normal, aber ich bin glück. Ich habe Glück hier zu sein, für meine diese Gelegenheit, zu mein erstes Bundesligaspiel zu leben. Also, da ist doch deutlich Freude über das erste Bundesligaspiel zu vernehmen. Dabei wird er von seinem Team natürlich bestens über den Gegner informiert. Hermann Gerland ist ein sehr, sehr guter Vorschlag für mich. Und er hat mir gesagt, von Anfang an, so Mönchengladbach von Russia ist immer difficult für Bayern, gefährlich für Bayern. Und er hat mir gesagt, vergessen, was passiert in Telemon Cup, diese neuen Spiele, wir wissen das. Bundestrainer Jogi Löw hat Pep Guardiola gestern hier an der Säbener Straße besucht. Beide haben sich kennen und schätzen gelernt und natürlich über das anstehende Länderspiel kommenden Mittwoch gegen Paraguay ausgetauscht. Wir haben gesprochen für verschiedene Themen. Ein Thema natürlich, es war Basti. Ich glaube, sie haben untereinander gesprochen und wir haben gesprochen bei einer physischen Kondition. Wir haben keine Zweifel über seine Qualitäten, seine starke Mentalitäten als Fußballspieler, sind der beste Spieler in der Welt. Aber er hat eine Chirurgie für nur 2 Wochen. Er hat mehr als 1 Monat verletzt. Er braucht zu der guten Kondition bekommen, reichen. Also Bastian Schweinsteiger pausiert noch, genauso wie Toni Kroos. Wegen anstehenden Vaterfreuden bleiben noch 4 Bayern-Profis im Kader von Bundestrainer Joachim Löw. Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jerome Boateng und Thomas Müller. Gespielt wird am Mittwoch in Kaiserslautern. Morgen Abend aber erstmal in der Bundesliga zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Am Mittag lässt Pep Guardiola hier nochmal trainieren, dann vielleicht auch wieder mit Thiago, der heute wegen einem leichten Fieber aussetzen musste. Die FCB News sind auf jeden Fall dabei. Servus zusammen.